Hallo liebe Einwohner der Gemeinde Kall, mein Name ist Tom Borg, ich bin einer der zuständigen Gewässerwarte für weite Teile der Oft hier im Gemeindegebiet Kall. Und heute möchte ich euch auf einen Gefahrenpunkt hier an der Oft hinweisen. Seht ihr direkt hinter mir? Da haben wir nämlich etwa in Höhe des Sägewerks Richtung Sötenich, haben wir hier eine riesengroße Pflanze zu stehen. Die wird im Verlauf des Jahres, wenn man sie wachsen lässt, auch noch deutlich höher werden, mehr als mannshoch, und wird sich weiter ausbreiten. Es handelt sich hierbei um den Riesenbärenklau. Das ist eine super giftige Pflanze. Also die ist so giftig, dass man die nicht mal anfassen darf, dass das professionell entfernt werden muss und am besten auch mit Stumpf und Stiel da richtig rausgeholt werden muss, damit es nicht gleich im nächsten Jahr wiederkommt. Es wäre auch sehr wünschenswert, wenn das passieren würde, bevor der zur Blüte kommt. Ja, der blüht dann ab und dann sind die Samen überall, verbreitet sich dieses Gebiet. Das ist also wirklich so, wenn man das anfasst, das kann ganz, ganz schwere Hautirritationen verursachen. Das kann zu verbrennungsähnlichen Zuständen auf der Haut führen, ist sehr schmerzhaft und muss dringend medizinisch behandelt werden. Also das hier darf auf gar keinen Fall angefasst werden. Weder vom Mensch noch von Tier, das muss professionell weggemacht werden. Zuständig dafür ist die Gemeinde Kall. Behörden sind hier natürlich auf alle Fälle informiert, dass sich das genau hier befindet. Werden wir mal abwarten und wünschen uns natürlich, dass das Setnal hier entfernt wird. Wie gesagt, ganz besonders wichtig, damit das vor der Blüte hier einfach weg ist. Ja, und liebe Leute, das hier ist recht frei zugänglich. Geht da nicht hin, seht zu, dass ihr euren Kindern sagt, dass sie hier besser nicht spielen sollen, ne, oder beaufsichtigt das gut. Und wenn ihr als Erwachsener da rangeht, fasst es einfach nicht an, ne? Haltet da einen kleinen Abstand von. Ich bleibe hier auch einen Meter weg von. Wir wünschen uns alle sehr, dass das in ganz naher Zukunft hier beseitigt wird. Ja, und Breaking News, wir haben auf der Tour hier der Bachbesichtigung noch einen weiteren Punkt mit dem Riesenbärenklau gefunden. Also seht ihr hier direkt hinter mir. Sind wir direkt hier hinterm Sportplatz, ne? Da spielen die Kids. Also in den nächsten Tagen geht auf alle Fälle eine Meldung raus an die Gemeinde, dass das hier entfernt werden muss, denn das ist wirklich gemeingefährlich. Nochmal große Warnung, geht da nicht dran, versucht es nicht selber wegzumachen. Super gefährlich. Passt auf euch auf und bis bald.